Lassie, da sind wir wieder. Jetzt total unsportlich. Ja, wir sehen genauso aus wie vorher. Ja, ich vor allem. Ich habe gar nichts Sportliches. Ich bin ja wenigstens dieses Ding da hochgeklettert und habe versucht, den Reifen umzuschmeißen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt sind wir bei dir im Studio. Nicht ganz richtig. Es ist das Studio von meinem guten Freund Abbas, der mich hier manchmal reinlässt, um mit ihm arbeiten zu können. Der auch ganz in der Nähe gerade hier ist. Der gerade ganz in der Nähe ist. Hallo, das werden wir auch gleich noch sehen. Du hast ja mit Kool Savas gerade gearbeitet. Ja. Habt ihr zusammen mit Kool Savas? Das haben wir zusammen hier gemacht, produziert? Ja. Also nicht hier in Abbas alten Studio, aber wir haben das zusammen gemacht tatsächlich, ja. Wie kam es zu dieser Kooperation eigentlich? Da kommt das auch wieder Abbas ins Spiel. Also Abbas ist heute auf jeden Fall ein Thema. Sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben, der mir sehr, sehr viel geholfen hat. Nicht nur menschlich, sondern auch musikalisch mich total weitergebracht hat, weil er auch eine Art an sich hat, das Beste aus einem rauszuholen. Das ist echt, also wie würdest sehr du sagen, tut er das? Manchmal sehr direkt, aber das ist bei uns alles auf einer ganz happy, freundesmäßigen Ebene. Also da ist keiner irgendwie, ey, machst jetzt das oder das, sondern es ist, ne, der weiß schon, ich finde es bei ihm schön, der hat ein, ist erstmal unfassbar krasser Songwriter und Produzent, aber der hat ein gutes menschliches Gespür dafür, wo er Leute noch so, komm, du kannst das. Ne? Also ich habe mich zum Beispiel in den ersten Sessions mit ihm, war ich noch sehr zurückhaltend und jetzt ist es einfach so, wir sind ein gut eingespieltes Team. Ne? Mhm. Und das macht super viel aus, weil ich muss mich wohlfühlen, damit ich richtig funktionieren kann. So ein bisschen wie beim Sport gerade auch, ne? Total, genau. Also dieses Familiengefühl. Also ich bin sehr harmoniebedürftig und ich kann in jedem Setting funktionieren, aber es ist natürlich schöner, wenn es einem wirklich Spaß macht. Ne? Ja. Und wir haben Tage, wo wir wirklich konzentriert einfach durchackern und dann gibt es aber auch Tage, wo wir uns einfach nur Schrott lachen. So wie das, was ihr mir nicht zeigen wollt, ne? Ja, genau. Ich versuche das doch, euch zu entlocken. Ja, aber also es ist immer schön und es macht Spaß. Und mit Savas, die Geschichte kam zustande, weil Abbas in der deutschen Musiklandschaft alles schon gemacht hat und alles, was du im Radio hörst, irgendwo hat der seinen Finger mit im Spiel und er kennt und hat auch sehr lange schon und viel mit Savas zusammengearbeitet und eines Tages hat er angerufen und gesagt, ey Nessie, komm mal vorbei, Savas sucht Hooks, kannst du? Und ich so, oh, weil ich ihm vorher immer schon gesagt habe, ey, wenn es die Möglichkeit gibt, ne, hier mach mal, ich will unbedingt mal mit Savas arbeiten. Ja. Und dann ist es natürlich geil, dass du jemanden hast, der A, an dich glaubt und B, dir so viel vertraut, dass er dich auch mit so einem Künstler wie Savas einfach in eine Session reinsetzt. Und da habe ich mir fast in die Hosen gemacht und bin dann hingefahren. Das glaube ich. Ne? Dann haben wir das gemacht und so. Also so unspektakulär war es am Ende des Tages. War ein Anruf, der sehr viel verändert hat auf jeden Fall. Ja. Das glaube ich. Wie ist das Verhältnis zu dir und Savas? Gut, wir verstehen uns sehr gut, ja. Wir waren gerade auf Tour. Also er hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte auf Tour. Und ich habe dann im Background gesungen. Und wir haben die Nummer, die wir zusammen gemacht haben, performt. Und ja, ist natürlich Wahnsinn. Ne? Es ist erstens was komplett anderes, mal als Background-Sängerin zu singen, weil es auch eine Aufgabe ist, die ich am Anfang sehr unterschätzt habe. Weil man denkt sich, ja, die singen da halt im Hintergrund ein bisschen mit. Es ist wirklich viel Arbeit auch. Natürlich nicht mal ansatzweise so viel Arbeit, wie da 2 Stunden Rap-Songs zu performen. Ja. Aber ist schon krass und das war eine super Erfahrung, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Obgleich es ja eigentlich eine ganz andere Richtung an Musik ist, als du selber machst, ne? Ja, also ich bin ja schon eher so in der Pop-Schiene. Ja. Aber ihr habt auch so ein bisschen elektronische Beats zum Teil drin, oder? Ja, also immer so ein paar Elemente von Sachen, aber ich glaube, bei mir ist es schon relativ poppig alles. Aber ich bin mit so einer Musik eben aufgewachsen. Ja. Ne? Also ich komme eigentlich, meine ersten musikalischen Einflüsse waren eben sehr hip-hoppig durch meinen Bruder auch viel. Der ist riesen Kool Savas-Fan schon immer gewesen. Gott, der muss durchgedreht sein, oder? Ja, der hat ihn sogar dann auch kennengelernt auf Tour und das war für ihn natürlich einer der schönsten Momente. Ne? Das also, glaube ich. Der hat früher einen großen Traum erfüllt. Ja, er hat früher auch mal so ein bisschen gerappt und hat immer gesagt, oh ja, ey, irgendwann habe ich auch mal ein Feature mit Kool Savas und dann hat seine kleine Schwester. ja, hat er sich aber sehr gefreut. Also das der Song ist tatsächlich auch zu seinem Geburtstag rausgekommen. Oh Gott, und wie er hat perfekt uns angerufen und hat gesagt, dass das schönste Geburtstagsgeschenk für ihn war. Und das ist natürlich toll, ne, wenn man dann irgendwie so auch Leuten eine Freude machen kann. Und wie war es zu arbeiten? Wie war die Arbeit mit Kool Savas? Super. Also es entspannt? War sehr entspannt. Du brauchtest gar nicht so aufgeregt zu sein, oder? Am Anfang schon, aber wie gesagt, Abbas war eben auch dabei. Und das gibt mir dann auch eine ganz andere Sicherheit. Ja. Ne? Also und eine gewisse Aufgeregtheit ist, glaube ich, auch einfach ein immer. Muss, oder? Ja. Genauso wie, ja. was wir vorhin gesagt haben, wenn auf die Bühne gehen und nicht mehr total. Aufgeregt zu sein, dann ist es einfach auch nicht mehr dasselbe, genau. oder? Ja. Und vor allem, also bei mir ist, ich muss dazu sagen, dass
nochmal, also Abba ist auch jemand, ist, zu dem ich halt aufschaue, weil ich finde, der ist halt ein krasser Typ. Und ich will den natürlich, das habe ich bei meinem Schwager genauso. Also bei meinem Schwager ist es mit dem Sport und bei Abba ist es mit der Musik. Da bin ich so, ich will die halt auch nicht enttäuschen, ne? Wenn der mich da einlädt und ich weiß, dass das wichtig ist. Natürlich, jede Session ist wichtig, aber das ist eben nochmal was anderes. Und dann bin ich da und dann will ich natürlich auch, dass der gut findet, was ich mache. Ja, klar, natürlich. Und will dann nicht, dass der danach sagt, oh Nessi, ey, da hättest du mal besser performen müssen, so ungefähr. Ist schon ein Performance-Druck, den man da hat. Total, total. Aber das ist auch gleichzeitig irgendwie so ein Drive, den man hat, ne? Dass man auch sagen will, ey, jemand findet, ich bin gut und ich beweise jetzt auch, dass ich mein Recht habe, hier zu sein, weil ich eben was kann. So. Es gab ja Momente, hast du sogar gestern auch auf der Bühne angesprochen, wo du wirklich gedacht hast, so hey, das ist, ich mache die Musik nicht mehr weiter. Die gibt es immer und die gibt es auch immer noch und auch regelmäßig. Und meine Mutter weiß das ganz besonders, weil ich sie dann anrufe und sage, Mama, ich suche mir jetzt einen Bürojob, ich kann das nicht mehr machen. Ich kann davon nicht leben, aber du kannst davon jetzt mittlerweile sehr gut leben. Ja, es ist okay. Also es ist jetzt nicht, dass ich mir jetzt nächste Woche eine Yacht und 3 Autos kaufe. Aber du kannst die Miete bezahlen. Das ist schon okay auf jeden Fall. Und du kannst, jetzt ist uns gerade hier hinten. Kein Signal. Komm, wir bewegen hier mal die Maus. Nee. Da ist es wieder. Passt. Wir jetzt wieder die Arbeit. ja, aber ich kann mir das gut vorstellen. Als Künstler, als Freiberufler, man hat natürlich einen Druck. Man muss sich selber sorgen. Ja, man hat keinen Arbeitgeber in dem Sinn und man muss alles selber stemmen. Was man auch nicht vergessen darf, ohne dass ich jetzt hier den Finger erheben will oder sowas, aber in Deutschland, die Popkultur gerade, wird wenig gefördert. Also in der Krankenkasse zum Beispiel wissen die Leute nicht, wo du zugeordnet wirst, weil du bist Musiker und du hast jetzt kein Handwerk, wo man sagen kann, so und so viel verdienst du jeden Monat ungefähr oder sowas. Und das wird meiner Meinung nach viel zu wenig gefördert. Also die Musik, die im Radio läuft, die unsere Jugend oder die Jugend und die Kultur prägt, klar gehört da auch Klassik dazu und sowas, aber die haben ganz andere Subventionen als zum Beispiel eine Popkultur. Was ich zum Beispiel total wichtig finden würde, dass auch junge Musiker irgendwie eine Chance bekommen. Wenn man sich zum Beispiel die skandinavischen Länder oder sowas anguckt, da werden Musiker viel mehr gefördert als hier in Deutschland. Ja. Schade. Total. Wir brauchen mehr Förderung. Ne? Ja, voll. So. Los, Leute. Aber wie kamst du zur Musik? Zufall. Wirklich Zufall. Also ich habe früher mal Gitarre gespielt, weil ich da Lust zu hatte mit 6 Jahren oder so. Hätte ich es mal weitergemacht bis heute, dann wäre ich wahrscheinlich richtig gut. Ah, du spielst doch super. Naja, das ist ausbaufähig auf jeden Fall. Dann habe ich irgendwann zwischendurch mal Klavier gespielt. Und als ich Klavier gespielt habe, hat eine Freundin von meiner Schwester irgendwann mal mich, ich habe so ein Buch gehabt mit Popsongs, die ich nachgespielt habe. Und dann hat die mich irgendwann gehört und die hat Gesangsunterricht genommen und die meinte dann so, ey, du hast voll die gute Stimme. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, stimmt, du kannst ganz gut singen. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Nee, und dann habe ich irgendwie mich bei so einem Kurs angemeldet in Hamburg damals noch, wo man so 3 Monate lang Songs einstudiert hat. Und dann, also mit anderen Leuten auch, und dann so auch so Harmoniegesänge gelernt hat mäßig. Und dann am Schluss mit den ganzen Leuten oder den Teilnehmern dieses Kurses ein kleines Konzert veranstaltet hat, wo dann die Familien vorbeigekommen sind und sich das angeschaut haben. Das war so meine erste wirkliche Bühnenberührung. Ja. Und danach, wir hatten damals hier 56K-Modem im Internet, dieses Internet, wo man das Telefon ausstöpseln und so. Was immer so ein komisches Geräusch gemacht hat. Genau, und da gab es dann in Hamburg eine Seite, die hieß Bandnet und da habe ich eine Anzeige geschaltet und habe dann meine erste Band gefunden. Ne? Ach, und dann ging das so los und dann habe ich nichts anderes mehr gemacht. Bis heute. Bis heute. Zum Glück bist du nicht in den Bürojob reingegangen. Zum Glück hast du den Absprung geschafft. Aber ich glaube, es wird immer diese Momente geben für Total, es ist auch wichtig, wo man sich anzweifelt. Ja. Ich glaube, wenn es mir, also ich bin ja auch jemand, ne, da haben wir beim Sport vorhin auch schon drüber gesprochen, dass wenn es zu bequem ist, ich glaube, ich auch nicht so funktionieren würde, wie ich funktioniere. Ja. Und dass immer ein Ansporn irgendwie da sein muss. Eine Motivation. Genau. Und in der Musik ist genau wie im Sport auch das Schöne, dass man sich eben immer steigern kann. Du kannst immer besser werden. Es gibt keine Grenze nach oben. Ja. Vor allem, wenn man so tolle Leute an seiner Seite hat, ne? Dann geht die Sonne weg. Ja. Nein. Aber das ist auf jeden Fall mal ein Überschwenker. Ich würde nämlich ganz gerne etwas hören, was ihr gerade so ein bisschen bastelt. Da kommt die Sonne wieder. Sehr gut. Woran ihr bastelt. Deswegen würde ich deinen lieben Kollegen jetzt mal herbitten und würde mich verziehen. Ja. Und ihr könnt mir so ein bisschen so ein paar kleine Spuren zeigen. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Aber einfach mal, was ihr da so rumgebastelt habt letztens, was ihr nicht verraten wollt. Wir können ja einfach mal zeigen, wie es eigentlich so aussieht, wenn wir anfangen, an irgendwas zu arbeiten. Genau, es ist sehr viel Fantasiesprache am Anfang dabei. Aber
Ja, was doch schön. So entsteht's. Dann tauschen wir jetzt einfach Plätze. Ich verzieh mich. Und Abbas. Du kommst rein. Cut. Ey, pass auf, ich habe jetzt diese Akkorde. Ich glaube, daraus können wir was Gutes schreiben. Okay. Und bevor wir groß irgendwelche Themen oder sowas rausholen, lass erstmal einfach Melodien suchen. Ja, würde ich auch sagen, oder? Ja. Ich schmeiß sie einfach rein. Okay, cool. Call me up at night when I walk, I don't really wanna know it my son, but I already know the sun. No, I don't really know but right now, but I got the vibe inside, got the vibe, I got the vibe inside. I got the mind inside, but I really know, but I really know for sure. So call me up when I say, call me up when it's summer, never that day. Call me up when it's Sunday, when I give in any day. Say. Hinten, ganz nach irgendwas war da ganz okay bei, ne? Mhm, glaube ich auch. Oh, nee. Call me up. Lass mal nur die Melo festhalten. Okay. Ich würde, weißt du, wie ich es am Ende machen würde? Ja. Call me up. Call me up now. Call me up. Irgendwie sowas, weißt du? Ja, voll. Call me up when it's in me. Call me up now. Call me up now. Egal. Lass mal ein paar Harmonien draufhauen. Call me up. Da da da. Der ist geil. Oh, yeah. Now you gotta call me up. Call me up. Ja. Yep. Der. Now you gotta call me up. Ja, lass den machen. Der ist nicht. Call me up. Der ist ein bisschen weiter oben. Ist nicht cool. Oh, yeah. Now you gotta call me up. Yes. Nice. Ich glaube, das ist ganz geil. Ich glaube tatsächlich, also das Geile ist, in deiner Fantasiesprache singst du eigentlich schon die Worte. Ja. Ne? Muss definitiv phonetisch auch ja, sowas voll. Bleiben. Voll. Call me up, finde ich geil. Ja, super. Nice! Sehr gut. Das ist die Fantasiesprache, ja, von der Fantasiesprache. Ja, das ist wirklich, sind nur die ersten Schritte. Aber es ist geil. Es klang schon mal richtig, richtig gut. Für mich wäre das jetzt schon so, ja, geil. Hammer, oder? Dankeschön. Tausend Dank für das schöne Interview, dass du mich so ein bisschen rumgeführt hast in deinem Berlin und dass ich hier Eindrücke gewinnen durfte. Und vielen Dank für alles. Tausend Dank und bis hoffentlich bald. Bis ganz bald auf jeden Fall. Au revoir. Tschüss.